Hallo, ich wurde getaggt für den Winter-Tag von der Fashion Attitudes und von der Miss Marisi. Ja, und ich habe mich hier schon in Weihnachts-Winter-Schale geworfen. Ich habe meinen Weihnachtspulli an. Das ist auch der Pulli, den ich an Weihnachten tragen werde. Ich habe da immer so meine Weihnachtspullis, die ich da dann immer anziehe. Ja, und dann fangen wir gleich mal an mit dem Tag. Das sind 10 Fragen und ich mache die jetzt mal schnell durch. Frage 1. Lebkuchen oder Spekulatius? Eigentlich beides. Also ich liebe den Geschmack von Spekulatius. Also ich esse den wirklich für mein Leben gern. Aber ich bin halt auch einfach der Lebkuchen-Fan. Beides. Ich kann mich da nicht entscheiden. Wahrscheinlich eher Lebkuchen, glaube ich. Ja. Zweitens. Was ist dein absoluter Lieblingswinterlook? Ja, das habe ich euch in dem Intro von dem Video heute schon gezeigt. Also Ugg-Boots, dicker Schal oder dieser tolle neue Fellkragen, den ich habe. Und eine Mütze. Ja, also einfach dick eingepackt, Weihnachtspulli und dann noch meinen dicken Parker. Also das ist mein Lieblingswinterlook. Also ganz einfach auch Zwiebellook. Einfach so warm wie möglich einfach. Drittens, Weihnachten. Was ist dein größter Wunsch? Also ich denke, das geht hier schon um materielle Wünsche. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich gar nicht so große Wünsche. Also wenn, dann sind es halt meistens so Kleinigkeiten. Ja, und da ich halt ja gerade immer nicht so oft meine Familie sehe, bin ich eigentlich, also ich freue mich eigentlich schon, wenn wir einfach mal zusammen essen und ja, Weihnachten einfach zusammen genießen. Also ich bin jetzt niemand, der einen mega großen Wunsch hat. Also mein allergrößter Wunsch im Moment, also das hat jetzt nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun, aber ich wünsche mir halt einmal im Leben nach New York zu gehen, nach New York zu fliegen. Ja, das ist mein größter Wunsch. Aber ich weiß, dass der mir nicht erfüllt werden kann. Also deswegen fange ich mal irgendwann an, da selbst drauf zu sparen. Ja, aber so, ja, richtige Wünsche habe ich eigentlich nie. Es sind halt immer nur so Kleinigkeiten. So. Viertens, backst du gerne Plätzchen? Ja, ich backe gerne Plätzchen. Ich bin nur zu faul, die Zutaten zu kaufen, weil ja, ich habe ja kein Auto und ich muss dann immer mit der Bahn zum Einkaufen fahren und das ist immer so anstrengend. Deswegen habe ich keine Lust, die Sachen dafür einzukaufen. Aber ja, wenn die Sachen da wären, würde ich gerne backen. Ja. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich mit meinen Freundinnen hier gebacken. Da haben wir tolle Plätzchen gemacht. Das war halt auch einfach lustig. Ich finde, wenn man mehrere, also wenn wir mehrere sind, ist es einfach immer mega lustig. Fünftens. Freust du dich auf den ersten richtigen Schnee? Ja, ich freue mich auf den ersten richtigen Schnee. Das hat die Miss Marisi auch gesagt. Sie mag es nicht, wenn es draußen halt so grau ist alles. Und wenn halt Schnee kommt oder halt der erste Schnee da ist oder überhaupt Schnee da ist, dann ist es einfach alles so richtig, ja, diese Winterlandschaft ist einfach wunderschön. Und ja, ich stimme ihr da eigentlich zu. Und deswegen freue ich mich sehr auf den ersten Schnee. Wie ist deine Einstellung zu Winterduftkerzen? Magst du sie? Ja, ich liebe sie. Also ich habe auch in den letzten Videos, das habt ihr ja auch gesehen, sehr lange was über Duftkerzen erzählt. Und ich habe halt auch diese Weihnachtsduftrichtung, also Bratapfel und Vanille sind für mich die typischen Weihnachtsduftkerzen. Und ich habe hier hinten auch mal wieder eine brennen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, aber also ich sage nicht mehr so viel zu Duftkerzen, weil darüber habe ich einfach jetzt genug schon erzählt. So. Sechstens, nee, siebtens. Was war dein schrecklichstes Weihnachtsgeschenk? Also ich hatte eigentlich nie so wirklich ein schreckliches Weihnachtsgeschenk. Ich freue mich eigentlich über alles. Nur einmal, das fällt mir jetzt spontan ein. Ich war immer eine richtige Niete in Latein in der Schule früher. Also ich war so schlecht. Also ich war zwar im Konjugieren voll der Profi. Also das hat mir einfach total Spaß gemacht, aber deklinieren konnte ich nicht. Also ich weiß nicht, das unterscheidet sich ja gar nicht so großartig vom Konjugieren, aber deklinieren habe ich einfach gar nicht gekonnt. Und es ist ja auch einfach Voraussetzung, dass man einfach die Texte übersetzen kann. Und ich war da so grottig. Und dann hat mir meine Mama zu Weihnachten so einen Latein-Pocket-Teacher gekauft. Also das ist so ein kleines Buch, wo halt einfach, ja, wo, aus dem man halt einfach lernen kann. Also so ein Lernbuch für Latein. Und das hat sie mir zu Weihnachten geschenkt. Ja, und da mich Latein eh nicht so interessiert hat, fand ich das ja nicht so das tollste Geschenk. Aber ja. Und am Ende hat sie dann auch gemerkt, dass es vielleicht ja für Weihnachten gar nicht so toll ist, aber das fand ich jetzt nicht schlimm, also und mega schrecklich auch nicht. Also das war halt einfach lustig für mich, weil ich halt Latein über alles hasse.
Ja, aber so ein richtig schlimmes Geschenk hatte ich noch nie. Und man muss sich ja einfach über alles freuen, finde ich. Geht ja nicht nur um die Geschenke. Magst du den Winter? Ja, ich mag den Winter bis Weihnachten. Und wenn Weihnachten dann vorbei ist, dann hasse ich den Winter. Also auch gerade so Januar, Februar. Es sind einfach so hässliche Wintermonate. Also das ist einfach alles so kahl und grau und total matschig ist alles draußen. Nur das gefällt mir nicht. Also ich bin eher der Sommermensch. Neuntens, wie verläuft bei dir Silvester? Also das verläuft bei mir eigentlich jedes Jahr anders. Letztes Jahr war ich zum Beispiel nur ganz allein mit meinem Freund und habe es zusammen so ganz ruhig gefeiert. Und dieses Jahr werden wir zusammen mit Freunden von uns feiern, aber auch nur ganz gemütlich. Also wir sind jetzt nicht so mega Party, sondern ja, wir sitzen halt alle zusammen, essen zusammen und stoßen dann an und ja, sowas halt. Also ganz gemütlich, ja, mit unseren Freunden. Zehntens. Wird bei dir oder euch auf das neue Jahr mit Sekt angestoßen? Ja, also das ist eigentlich Pflicht. Deswegen stoßen wir eigentlich immer alle mit Sekt an. Das machen wir einfach so. Das ist bei uns auch schon Tradition. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so. Und deswegen machen wir das immer. Ja, das war die letzte Frage. Und ich weiß gar nicht, wer schon alles getaggt wurde. Also ich habe mitgekriegt, dass die meisten, die ich auch taggen würde, glaube ich, schon den Tag gemacht haben oder auch getaggt wurden. Aber ich finde das einfach immer so schwierig. Also wenn ihr da mitmachen mögt, dann macht einfach mit. Ich freue mich über Videoantworten. Und ja. Dann war's das und ich freue mich schon auf euch in meinem nächsten Video. Macht's gut!